Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 unter Griesbach. Natürlich dabei der Ducky und der Tensuku. Hallo. 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 So, ich bin jetzt wirklich gleich da, Ducky, ne? Also Ich bin nicht mehr da. Was? Bist du abgehauen? Ich bin weggelaufen, ja. Oh nein. Ja, Hund war nicht angeleint. Was? Warte mal. Warte mal, da sind Sojabohnen drin. Was mache ich mit denen? Die müssen verkauft werden. Gut. Sojabönchen. Ach nö, nicht schon wieder darunter. Zwei die gleiche Strecke wieder. Oh nee. Möchtest du tauschen? Möchtest du die 19 Schritten? Nee, das ist okay. Ich komme hier gleich bei dir vorbei. Willst du sonst den Glas ansetzen auf dem Grasfeld? Nee, ich bin zufrieden mit dem, was ich machen muss. Aua! Ich bin weggebombt worden. Ach komm schon, KI-Verkehr. Alles gut. Alter, schaffst du es, Johnny, oder eher nicht so? Hat er Probleme? Naja, also ein bisschen schwach auf der Brust, ne? Braucht ein Upgrade. Boah, hör auf, ey. Ich glaube, ihm fehlt ein bisschen das Frontgewicht. Bitte? Da waren ja doch Felder, die nicht ganz eckig sind. Ja, ich wollte es nicht sagen, aber ja, ist richtig. Also wir gucken immer noch nebenbei die FarmCon, sorry. Ah, Tensu, Grüße. Grüße. La, la, la. Ich glaube, ich muss zum Zahnarzt. Mag ich nicht. Oh, oh. Geht ihr gerne zum Zahnarzt? Nein? Nein. So gar nicht, oder? Oh. Okay, das war ein Nein. Ich war jetzt gerade irritiert, den du gefragt hast. Ach so. Ist das egal, ich weiß immer nicht, was ich da soll. Was? Ja, der Anfahrtsweg ist immer länger als der Besuch. Achso, das habe ich mit dem Hautarzt, habe ich das. Da gehst 5 Minuten hin und bist eine Minute drin. Ja, alles gut, tschüss. Nee, ich habe es eher so ein bisschen mehr. Also ich habe so 45 Minuten Anfahrt. Bin da 10 Minuten drin und dann gehe ich wieder. So, das ist übrigens immer noch ein Missionsfahrzeug, was ich da jetzt gerade fahre. Das ist nicht unserer. Ja, auch keine Leistung. Ja, das ist sowas, würden wir uns nie kaufen. So bitte. Gott, die, ich sehe schon die Hate-Kommentare. Hoffen wir das Beste vom Besten. Dim, bam, bam, bam. So, alter Oha. Schwede. Alter Schwede. Mach doch nochmal. Ich bin sicher, dass wir es verkaufen konnten, ne? Also. Ducky? Ich glaube nicht, dass die Mission mehr gegeben hätte. Waren das gerade die Sojabohnen? Ja, habe ich gesagt, Sojabohnen. Die hätten Survivor gemusst. Nicht hey, verkaufen. Ja, gut, ne? Oh, alles gut. Du. Ich würde sagen, wir flüchten einfach jetzt. Ich sehe schon, die Strafe von 100.000 Euro. Naja, ich habe halt nur den Anhänger, ne? Also. Aber Ducky, eine positive Nachricht habe ich trotzdem. Ich komme jetzt mit dem leeren Anhänger zu dir. Was willst du auf dem Grasfeld mit dem leeren Anhänger? Okay, ne, ich fahre zum Drescher. Gut. Vielleicht sollten wir die Mission einfach unter nicht machbar abstempeln. Nein. Mission Impossible. Mission Impossible haben wir hier.
Du warst auf der 1, ne? Ja. Okay. Okay. Also langsam kenne ich mich ein bisschen wegmäßig hier aus. Ja, es geht echt auf der Karte. Also, auch ganz gut klar. Bin mal gespannt, ob das funktioniert, was ich jetzt hier gebaut habe. Du hast das gebaut? Ja, einen CP-Kurs. Oh ey. Bestimmt. Herausfordernd. Ich tapp mal lieber weg, dann sehe ich das Elend nicht. Okay. Du lässt es einfach passieren, sagst du? Ja. Kann ich dann den Drescher besetzen und weiter dreschen? Ja. Gut. Oh, bist du jetzt drin. Ja, du hattest gefragt, nachdem ich drin gesessen hatte. Ach, okay. Es tut mir leid. Alles gut. Sehe irgendwie ein Muster. John Deere Drescher, John Deere Traktor. Oh, ja. So. Machen wir das Rohr mal wieder rein. Dann können wir hier mal ganz in Ruhe rumfahren. Haben wir noch eine andere Mission mit Sojabohnen? Nee, ne? Das hatten wir keine mehr angenommen. Ah, das wäre wahrscheinlich Feld 7 gewesen, ne? Das ist Feld 7 gewesen, ja. Ja. Es gibt noch Feld 29, aber das ist halt mega klein. Ja, das lohnt sich nicht. Ja. Schwierig. Oh. Ah, das ist echt doof, ne? Das killt, das wird uns weit zurückwerfen, wahrscheinlich. Ne, es kommt drauf an, wie viel Strafe die Mission jetzt gekostet hat. Weißt du, ob wir die Geräte auch von der 7 haben? Die Geräte sind von der 7, ja. Ja. Deswegen hatten wir das dann noch drin. Naja, mal gucken. Ew. Immer noch. Pflanzenschutz. Da steht doch noch was am Feld. Müsste ein Anhänger stehen, wo ein Container drauf ist. Ja, ich sehe es. Soll ich die ranfahren? Nö, das geht. Müsste gehen. Dann sperre ich noch die Straße. Vorsichtshalber. Hey, da kommt jemand von rechts. Voll. Weiter geht's. Danke. Bei uns ist jetzt um die Ecke auch das Ding ist losgegangen mit Dreschen. Ich glaube, bei euch haben die schon länger gedroschen, ne? Ja. Ich habe auf jeden Fall schon eine ganze Menge. Ja, sonst haben sie jetzt, glaube ich, heute angefangen.
Okay. Mit dem einen Feld wollte ich fast stehen bleiben. Waren sie am Big Packs machen und hatten die dann gestapelt am Feldrand. Irgendwie 5 oder 6 Stück hoch. Wow. Das sah hoch aus. Okay. Läuft. Ja, bei uns, das muss ja wahrscheinlich eine größere Maschine gewesen sein, die die gemacht hat, ne? Die habe ich nicht gesehen. Ja, das. Tatsächlich. Bei uns gibt es solche Dinger gar nicht. Aber ich gucke auch immer, ne? Wenn ich irgendwo ein Ding sehe, denke ich so, aha, was ist das? Kenne ich das Gerät? Kenne ich das, die Marke? Mhm. Die Marke kennst du meistens, ne? Aber mir fallen immer wieder Dinge auf, die nicht im Alice sind. Und die es trotzdem gibt, was da los scheint. Ich habe eine Fendt-Press-Wickel-Kombi gesehen für Rumpfwahlen. Was? Gestern. Mhm. Kann nicht sein, die gibt's nicht im LS19. Was gibt's nicht im LS19? Gibt's überhaupt? Doch, nee. Mein Gott. Da, 70% habe ich drin. Hm, mal gucken, ob ich das noch schaffe. Der Weizen, den wir hier haben, kommt auf Villersdorfer Handel. In den Villersdorfer Handel, okay. Da war ich schon mal. Ja, mit 2 Verkaufsplätzen fährt man beide relativ häufig an, ne? Ja, das stimmt. Ja, könnte gehen. So, lass uns jetzt mal kurz kalkulieren, aber ich glaube, soll ich mal was kaufen, damit aber was gekauft wird? Oder wollen wir uns erst die Strafe erwarten? Kannst du was kaufen, aber glaubst du, dass wir in Gefahr laufen, dass wir kein Geld mehr haben dann. Ja. Mit Minus können wir halt gar nichts kaufen. Naja, dann. Achso, meinst du? Dann soll ja, ich jetzt kaufen. Ja. Okay, das habe ich jetzt gerade falsch verstanden. Wenn wir dann ins Minus geraten, dann haben wir wenig Arbeitsgeräte, mit denen wir wieder was verdienen können. Ja, prinzipiell würde ich mich eh nur mal auf den Ziehhäcksler und auf so einen Anhänger beschränken. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Und dann gucken wir mal später weiter. So, hier in die Bauern rein. Wollen wir vielleicht noch was fürs Silo denn kaufen? Fürs Silo? Schild oder sowas? Haben wir das Röber-Dingens drauf? Nee, ne? Nee, das ist noch nicht okay. Drauf. Aber das könnte man natürlich dann noch mit drauf tun. Das ist jetzt gerade in aller Munde. Ja. Weil es auch natürlich im Vorgänger sehr gut funktioniert hat, ne? Also, muss man auch dazu sagen. Aber können wir ja für nächste Woche aufschreiben, oder? Ja, natürlich. Da sind wir relativ flexibel. Dann ziehe ich euch mit dem Haken hoch. Jo. Weiß auch nicht mit was, aber naja. Im Starer wahrscheinlich. So, jetzt kaufen wir hier mal Pöttinger Max. Jawohl, den gönnen wir uns. Und noch einen Anhänger. Wo haben wir denn die? Warte. Ah ne, da haben wir ja eine eigene Gruppe, BG, oder? Wie war das? Moddingwelt, da ist es. Habt ihr irgendwas geändert an den Configs? Oder beziehungsweise an den Auswahlmöglichkeiten? Oder habt ihr nur BG genommen und gut ist? Anhänger. Ich hab keine Ahnung. Oh Gott. Nee, ich glaube, ich habe nur auf BG umgeschaltet. Kapazität ist auch die gleiche geblieben, ja. Ich habe irgendwas gedrückt, ich hoffe, es ist richtig. Bestellen. Oh Gott. Moin. Hey, wir haben noch Geld. Ja, ja, wie gesagt, also alles mit Maß und Ziel, ne? Wo ist eigentlich mein Wasser? Ich habe mir noch ein Wasser mitgenommen.
Oh nee, du. Gut, ja, wir bangen weiter um unser Geld, liebe Leute. Für heute sind wir erstmal fertig. Danke fürs Zuschauen, danke fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao, ciao. Ciao. Oh.